Hey zusammen, ich bin der Bruger und ihr seht hier mal wieder drei kurze Horrorspiele. Aber dies sind erstmal die Leute, die mich monatlich finanziell supporten. Amaterasu Heart, Amaya Neko, Amy in the Shadows, Bex King 1990, Bienchen Maya, Blue Fire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, It's Lito, Jewel Buck, Kaito Kizue, Leon der Meddler, Luigi, Markus Eckgold, Master Exploder 5000, Mike Kitchan, Metal Dragona X, MJC Cuts and Games, Neo Chaos, Nezumi, Panarek 90, Pupo Fischpup, Raik Boretzky, Ralf 66, Radion Donovan, Rufus Platus, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Vantan und Wölfchen 99. Hi, ich bin der Bruger, du bist Liam. Das ist das Spiel, was wir jetzt als erstes spielen. Von drei kurzen Horrorspielen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich auf jeden Fall. Viel Spaß damit. Das ist Liam. Hi Liam. Es ist so schön, dass du hier bist. Ich wollte schon seit einer Weile mit dir persönlich sprechen. Also in einem persönlichen Chat. Ich denke, du hast einige Dinge, die du dir von der Seele reden möchtest. Darum bin ich hier. Also Liam, willst du reden? Ja. Du bist nicht Liam. Aber ich bin Liam, du sagtest doch, you are Liam. Aufgabe, finde Liam. 17:29. Es ist sogar tatsächlich die Uhrzeit, Leute. Hab ihn gefunden, hab ich jetzt gewonnen. Steckdose. Ist sowas wie SCP, wenn man die Augen so macht, kommt was. Es ist. Das ist ein richtiger Mind-F hier, ne? Ich muss übrigens das Fluchen wieder abgewöhnen, weil YouTube-Richtlinien. Hier ist verschlossen. Werden jetzt immer verschärfter übrigens. Also, wenn man flucht oder gewalttätige Inhalte zeigt. Was ist mit meiner Maus? Warum hängt die? Dann, nicht gut. Nicht gut für Horrorvideos. Die werden dann nämlich komplett demonetarisiert. Und ich will dir doch eh schon nichts hier mit dem Scheiß. Ja doch, schon. Also mir geht's gerade nicht schlecht, aber... Es wird schwieriger auf YouTube. Bald ist alles verboten. Pass mal auf. Keine Gewalt mehr, keine bösen Worte. Inhalte von freizügiger Natur, sag ich mal so, weil das Wort ist auch schon böse. Ist auch schon schlimm. Voll der gute Spiegel hier, seht ihr? haben wir uns vorher schon mal getroffen? Ich verbuche das jetzt mal wieder unter geringe Qualität, das Spiel. Miranda, 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 Miranda. Ah, genau. Da gab's, ich glaube, der Typ hier hat vorher ein Spiel gemacht, das hieß I Am Miranda. Und jetzt dieses Spiel ist halt You Are Liam. Ich glaube, das nächste ist We Are the World oder so. Ich habe das Gefühl, wenn ich diagonal laufe, geht es schneller. Gut, dass er das ausgemalt hat. Guck mal, so richtig drüber gemalt. Voll schlecht. Wäre ja meine Tochter besser mit ihren 3 Jahren. Oh, ist da etwa gerade die Tür aufgegangen? Und wieder zu. Ein bisschen veralbert vor hier. Ja, so gruselig ist es jetzt nicht, ne? Ich
Ich finde, das Licht sieht ganz schick aus mit dem Ring und dieser Lensflare irgendwie. Keller. Dann nach links, dann gehe ich nach rechts. Dann nach links. Jetzt? Vielleicht wieder andersrum laufen, dass die Tür... Ja, okay. Hilft halt nicht wirklich was, die Taschenlampe. Da war er wieder. Sorry, wenn ich es nicht gruselig finde, aber... Eat the food. Boah, wenn ich so viel Zeug esse, kriege ich Diabetes und Bauchschmerzen ohne Ende. Und jetzt? Habe ich einen Zuckerschock. Da war er! Warte! Hier, warte mal jetzt. War das vielleicht mit Drogen? Oh, oh, oh. War da irgendwas drin in den Muffins? In den Keksen? Drugs. Ich bin der Liam. Glaub irgendwie, das war's jetzt. Ja, Leute, ich glaube, das war's. Ja, gutes Spiel, ich habe Liam gefunden. Alter. So, nächstes Spiel: Enclosure. Movement Interaction, sehr gut. Ich mag es, wenn es so einfach gestrickt ist. Also das eben, naja, ihr wisst schon, ne? Kann man nicht allzu viel erwarten von solchen Spielen manchmal. Okay, das sieht so ein bisschen PlayStation 1 mäßig aus. Läuft aber viel zu gut dafür, dass es PlayStation 1 sein soll. Also auch die Lichter sehen so... Die Lichter sind viel zu gut texturiert, das geht gar nicht. Aber gut, vielleicht ist es ja ein ganz frühes PS2-Spiel. Ist schon wieder sowas, wo ich im Loop laufe. Lass euch aber was Neues einfallen, Kinder. Ich meine, ist wahrscheinlich einfach zu programmieren oder einfach her. Aber... Naja. Aufwendigkeit ist halt meistens ein bisschen schicker. Okay. Geht halt auch nichts. Na gut, das Radio spielt schon mal ein bisschen verrückt. Aber mehr... Vielleicht wird es ja immer schlimmer, so ein bisschen wie bei PT. Es ist vielleicht so ein Low-Grafik-PT. Okay.
Oh, ich wusste es eben, als ich das auf dem Boden abliegen sehen, dass da was kommt. Das war jetzt aber so ein Erschrecker, das ist nicht gruselig. Lamp. Fashion Lamp. Strange things happened in our small town. Today, in the morning hours, law enforcement agencies discovered the body of an elderly man. Police said the victim was wrapped in black plastic cellophane, while his head was found separately near the river where the old bunker building is located. Okay, alter Mann wurde halt in schwarze Zellophanfolie eingewickelt gefunden. Und fertig. Oh, ist das ein Kopf? Sieht aber sehr gut modelliert aus. Oh, diesmal steht das Radio vorne. Okay. Also, der junge Mann wurde gefasst. Der der mutmaßliche Mörder ist. Behind you. Klar. War so geil, dieses hinter dir und dann, ne? Ist entweder was oder nicht. Radio. You cannot go back, Andrew. The only way is to go forward. I saw you walking, opening doors. Is it really you? Are you sure that it is you and not someone else? Lass, geh weiter, Andrew, blick nicht zurück. Also, wir sind wohl der Mörder, oder was? Der mutmaßlich, Was? Okay. Sie haben Tausende gejagt, sagt er. Ob wir uns nicht mehr erinnern können? Der Fallout deiner guten Absichten. Einfach drüber laufen. Ja, Andrew, es gibt keine andere Möglichkeit. Nimm die Axt, beende, was du angefangen hast und durchbrich den Kreis. Wie soll ich jetzt töten damit, Ilham? Einziger Weg zu entkommen. True Ending, thanks for playing. Press Escape to quit the game. Ja, okay, war jetzt interessant. Ja, und damit sind wir beim letzten Spiel. Danny's House vom Lucky Salmon wurde das gemacht, vom glücklichen Lachs. Ach, wie schön. Wir starten mal neu. Oh, guck mal. Oh, ja, für ein feines Hündchen bist du denn? Guck mal, wie gut das aussieht. Alter, lass mal die Lichter anmachen. Oh, guck mal, was. Wie gut das aussieht, der Hund. Das ist ja der Wahnsinn, voll realistisch.
keep a flashlight nearby and that you identify a safe place in your home for you and your pets to wait out the storm. Okay. Put the dishes away. Ich guck erstmal, ob ich überall das Licht anmache. Wie voll die düstere Bude hier, ne? Geschlossen. Verstehe Leute nicht, also ist so ein Spiel, ne? Aber es gibt ja wirklich Leute, die haben dann den Schalter nicht direkt an der Tür, sondern irgendwo anders für den Raum. Oh, die Grusel-Oma wieder. Wieder so ein Totenbild. Okay. Oh, sie hat sich jetzt hier hingelegt. Oder eher. Good girl. Ist aber fein. Da liegt ja noch ein Zettel. Danke nochmal, dass du dich heute Abend um Ginger kümmern willst. Ah, es ist doch nur Schieß. Sie hasst wirklich das schlechte Wetter. Und ich bin nicht sicher, wie sie reagieren wird auf den Sturm später. Ich hoffe, sie macht da nicht so viel Ärger. Yes, ich musste schnell weg. Etwas früher weg. Ja, kannst du also bitte... kannst du also bitte das Geschirr in der Küche wegräumen, während ich noch etwas aufräume? Achso, wenn du noch etwas aufräumst, dann zahle ich dir extra. Danke und fühl dich wie zu Hause, Mary. Oh, das sollte sie nicht sagen. Fühl dich wie zu Hause. Okay. Eine Tasse nehmen? Nee. Okay, die kann ich jetzt direkt nehmen, die anderen nicht. Hallo. Hä? Geht das nicht? Der Schrank vielleicht. Ah! Dein Ernst? Ich habe jetzt einfach das dreckige Geschirr da eingeräumt. Wenn du meinst. Kann ich jetzt nur eine Tasse nehmen auf einmal? Police are still searching Maple County and surrounding counties such as Griffin, Pearl, Rutter, and Fulton counties for serial killer Danny Decker after his escape from the Maple County Penitentiary 2 weeks ago on December 17th. It is highly speculated that Danny is armed and should under no circumstances should he be approached. If you think you have spotted Danny Decker, you are advised to not acknowledge him in any way and to call law enforcement immediately. Mayor Bradley has again stated that the public should remain cautious but also optimistic that life can go on and that Danny will soon be back behind bars thanks to the hard work of Maple County's law enforcement agents. Okay. Also, jemand ruft an. Also dieser Danny ist entkommen. Hey, it's me, Mary. I just saw the news and it looks like the weather's going to get a little worse over there tonight than we thought. Would you mind letting Ginger out in the backyard one more time really quick before the storm starts? Stay safe tonight. I doubt you'll lose power, but just in case you do, there's a key in my bedroom that goes to the breaker box downstairs. Thanks again for all of your help. Okay. Also erstmal der Nachrichtensprecher sagt, doch machen Sie sich keine Sorgen, ne? Er wird bestimmt bald eingefangen und sie sagte jetzt, hallo, hier ist Mary. Ich sollte Ginger nochmal in den Garten rauslassen, wenn sie muss, weil das Wetter wird wahrscheinlich noch ein bisschen stärker umschlagen und deswegen... Und in ihrem Schlafzimmer seinen Schlüssel für den Breaker Room, falls noch irgendwas ausfällt hier. Also, ne? Das Licht. In Angst. Rollstuhl? Auch Mary in Rollstuhl. Creepy. Jetzt schon. Wird ja Home Invasion ganz widerlich, ne? Ich meine, ich wollte ja auch ganz alleine. Vorher hatte ich ja immer jemanden da noch, aber... Ja, komm! Ja, komm! Good girl, komm! Wir gehen raus.
Ich habe immer Schiss, weißt du? Also ich bin jetzt kein Schisser, da ich denke immer, das ist in der Wohnung, ne? Aber wenn du jetzt alleine in der Wohnung bist, ich wohne noch nicht so lange hier und irgendwas knarzt da nachts. Oh, good girl. Auch mal, wie sie ranhoppelt. Die Pipi machen. Hebt sie das Beinchen? Diesen Weibchen, die heben nicht das Bein. Also ich kenne zumindest kein Weibchen. Die gehen immer so hinten in die Hocke ein bisschen. Oh. Ah, warum jetzt? Und die Tür ist auf, weißt du? Hey, it's Mary again. Sorry to call you back, but I forgot. There are some dishes in the dining room that I forgot to put in the sink. Could you get them for me? Okay, bye now. Good girl. Was? Did you leave the was? Was, was? Ich hab die Tür zugemacht. Ach komm, muss ich jetzt alle einzeln rübertragen? Ninja! Good girl. Cool. So, wenn der Plot-Twist wäre, wenn wir selber Danny wären und den Haussitter schon getötet hätten. Das wäre ein geiler Plot-Twist. Just come in from the state weather service that we have a confirmed tornado on the ground near the border of Griffin County. All residents are advised to stay away from windows and to keep an eye on the news for future updates. In other news, now 2 weeks after his escape from the Maple County Penitentiary, the search for Danny Decker has been narrowed down to the immediate Girl County area. Danny is highly suspected. Oh nein. Alter, ist nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Der ist schon da, ne? Der ist schon im Keller. Und er ist schon 2 Wochen entkommen? Wo ist der Hund jetzt hin? Ninja! Hier kann er sich schlecht versteckt haben jetzt. Alter, was zur Hölle? We don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't. Ja, ja, ja. Gar nichts mehr. Was soll denn sein jetzt?
Oh nein. Oh. As the storm continues throughout Pearl County, so does the search for Danny Decker. We are now receiving a call from Redacted that claims she spotted Decker running through her backyard moments ago following a small dog. We would again. So, das war's schon. Ja, Leute, wir sind Danny entkommen. Oh, da ist er. Habt ihr, seht ihr? Die Sau. Ja, das Model kennt man ja schon aus anderen Spielen. Aber war ganz nett. Vor allem, dass er gebellt hat die ganze Zeit, war richtig fies. Ja, ich danke euch fürs Zusehen, danke fürs Däumchen und wir sehen uns zu was anderem wieder. Viel Spaß beim Gruseln, ich bin der Bruger. Tschüss.